Ja, hallo, ich bin Daniel Ehlers vom Kieler Freifunkprojekt und ich möchte euch zum einen heute mal für die Leute, die noch nicht wissen, was das ist, das ein wenig erklären, was das überhaupt zu bedeuten hat, dieses Freifunk. Und zum anderen ist dies immer so der Zeitpunkt, an dem wir so einen Jahresüberblick über das vergangene Jahr einmal geben. So, Freifunk, was ist das eigentlich? Dann machen wir erstmal eine kleine Einführung. Freifunk ist, Zitat freifunk.net, Freifunk ist eine nicht kommerzielle Initiative für Funknetzwerke. Was das genau bedeutet, werden wir jetzt gleich nochmal erörtern und wofür wir das überhaupt brauchen. Das ist zum einen eine Infrastruktur, die von Bürgern selber aufgebaut wird und auch von Bürgern verwaltet wird. Wir sind hier also nicht von irgendwelchen kommerziellen Anbietern abhängig, die uns irgendwie Infrastruktur hinstellen und wir dürfen die dann am besten noch gegen Gebühr nutzen, sondern das ist Infrastruktur, die von uns selber konstruiert wird. Zum anderen ist Freifunk halt eine Möglichkeit, um aktuelle Infrastrukturen wie zum Beispiel den eigenen Internetanschluss ohne Angst vor der Störerhaftung zu teilen mit anderen Leuten. Wozu brauchen wir das eigentlich? So, die Folie kommt danach. Wofür brauchen wir es eigentlich? Ja, zum einen natürlich zum Überwinden der digitalen Kluft. Wir haben vor allem in sozialen Brennpunkten immer wieder das Problem, dass viele Leute überhaupt keinen Zugang zu Informationen haben und sich auch diesen Zugang nicht selber zulegen können. Das ist zum Beispiel das Problem, wenn man einen Schufa-Eintrag hat, was man relativ schnell mal bekommen kann, wenn mal das Gehalt nicht schnell genug da war und die Mobilfunkrechnung abgezogen werden sollte, dann ist das Konto plötzlich leer und man kriegt nur einen Schufa-Eintrag. Da sind die relativ rigoros bei. Wenn man zu dem Zeitpunkt noch keinen eigenen Internetanschluss hatte, dann hat man ein Problem, weil die meisten Internetanbieter, die gucken halt in diese Schufa-Einträge rein, beziehungsweise man muss denen halt Zugang zu seinen eigenen Schufa-Daten gewähren und die sagen dann halt auch, ja, ich sehe hier, du hast hier irgendwie ein oder zweimal deine Telefonrechnung nicht rechtzeitig bezahlen können, dir gebe ich keinen Internetanschluss. Zum anderen gibt es natürlich das Problem, was halt in so sozialen Brennpunkten halt auch öfter mal auftritt, dass die Leute halt meistens kein Geld haben, sich selber Telefonanschluss bzw. einen ordentlichen DSL-Zugang oder andersweitigen Zugang zum Internet leisten können. Und da tritt halt Freifunk ein. Freifunk kann halt bedeuten, dass sich hier mehrere Menschen zusammentun können und sich dann halt einen DSL-Anschluss oder wie sich das dann auch immer ausprägt, zusammen teilen können. Also die können dann zusammenlegen, sich das teilen oder jemanden in der Nachbarschaft finden, der gerne ein bisschen was von seinem Internet abgibt, sodass alle das benutzen können. Zum anderen ist es halt natürlich auch das digitale Glas Wasser, was man, wie man das immer so schön sagt, wenn jetzt jemand aus einer fremden Stadt vorbeikommt und hier gerade mal was lokal nachgucken möchte, vielleicht wann die nächsten Busverbindungen sind oder so. Und gerade kein Internet zur Hand hat, weil das UMTS-Netz mal wieder überlastet ist oder er selber keinen Mobilfunkvertrag für so etwas hat, dann kann er hier einfach die vorhandene Infrastruktur nutzen und quasi sein digitales Glas Wasser mitnehmen. So, jetzt nochmal zurück, wie das eigentlich funktioniert. Da gibt es so kleine Geräte, die kann man sich für relativ wenig Geld zulegen und zu Hause aufstellen. Das ist zum Beispiel sowas hier. Das ist ein Gerät von der Firma TP-Link. Die kaufen wir regelmäßig in größeren Mengen ein. Dann kann man so ein Gerät für bummelig 16 Euro erwerben, kann das bei sich zu Hause hinstellen. Und wenn dann mehrere von diesen Geräten in der Nachbarschaft sind, dann vermaschen die sich so ein bisschen. Das sieht man hier in der Grafik ganz nett. Also wenn so zwei Geräte so nebeneinander stehen, dann können die halt so direkt Daten austauschen, also die Benutzer, die da auch dranhängen. Die können dann über diesen einen Hop Daten austauschen. Wenn man aber halt mehrere Punkte überspringen muss, dann braucht man da halt spezielle Protokolle, sogenannte Mesh-Protokolle, die dann diesen Datenaustausch über mehrere Knoten hinweg realisieren. Das funktioniert soweit ganz gut. Das einzige Problem ist halt, dass wenn man halt so kleine Siedlungen hat, wo halt dieses Freifunk schon etabliert ist oder ausgebaut wurde von den Nachbarn, dann hat man so Inselbildung. Und diese Inseln, die muss man irgendwie verbinden. Das Optimum ist, wenn man da halt ein Dachnetz hat oder ein Backbone-Netz, was über die Dächer der Stadt
funkt und durchkriegt Funkstrecken. Wenn man das nicht hat, dann kann man halt, wie wir das machen, so virtuelle Tunnel durch das Internet legen und diese Netze dann virtuell zusammenhängen. Und so halt auch relativ früh in so einem Projekt von einer Stadt zur anderen Seite der Stadt direkt durchs Freifunk miteinander kommunizieren. Ja. So, wie kann man da mitmachen? Wie schon erwähnt, man kann sich selber so einen Mesh-Router hinstellen. Wir sind auch immer interessiert an höheren Standpunkten. Also wer ein Dach hat, auf dem vielleicht noch eine alte Antennenmast fürs Analogfernsehen rumsteht, bitte melden. Wir sind immer daran interessiert. Wir nehmen natürlich auch gerne zweckgebundene Geld- und Sachspenden entgegen. Da kann man entsprechende Spenden über die Toppoint zweckgebunden einreichen. Und ab 50 Euro stellt unser Kassenwart auch gerne eine Spendenbescheinigung aus, sodass man die dann halt beim Finanzamt auch entsprechend geltend machen kann. Ja, zum Mitmachen gehört natürlich auch mal Kennenlernen der Community. Wer da mal Leute kennenlernen möchte oder halt schon frei funkt und mal vielleicht sogar den direkten Nachbarn kennenlernen möchte, einfach mal zum Freifunktreffen vorbeikommen. Das ist jeden ersten Donnerstag in der Toppoint. Das ist in der Eckernförder Straße 20. Und da beraten wir auch gerne und ja, einfach mal vorbeikommen. Was natürlich auch immer hilft, wie man sich auch einbringen kann. Man kann über Freifunk reden, andere davon bekehren. Und was natürlich auch immer total gern gesehen ist, eigene Ideen einbringen, überlegen, was kann ich mit dem Netz machen, was möchte ich für Projekte verwirklichen. Sowas ist natürlich auch immer gern gesehen. Ja. Ja, damit sind wir schon an dem Teil angelangt, der so ein bisschen Jahresrückblick geben soll. Sind zu den bisherigen Sachen schon Fragen? Ja. Wie weit ist denn ungefähr die Reichweite von zum Beispiel diesem Router? Also wie viele bräuchte man da so in der Nachbarschaft, um da ein einigermaßen dichtes Netz von zu bekommen? Ja, das hängt immer so ein bisschen vom Standpunkt des Gerätes ab und von der Beschaffenheit der eigenen Wohnung. Wenn man so ein Gerät mitten in die Wohnung stellt, dann kriegt man da draußen in 10, 20 Meter Reichweite vielleicht noch so einen Hauch von Netz mit. Wenn man die ins Fenster stellt und nicht gerade beschichtete Fenster hat, was mittlerweile ja immer üblicher wird, dann kommt man mit so einem Gerät ohne Probleme 60 bis 100 Meter weit. Wenn man da größere Strecken überbrücken möchte, dann gibt es hier auch noch so etwas teurere Geräte. Ich habe hier mal so ein Demo mitgebracht, das ist so ein von Ubiquiti, so eine Nanostation, die liegt für das 2,4 GHz Band ungefähr bei 80 Euro. Gibt es auch in der kleineren Variante. Sieht dann so aus. Die liegen ungefähr bei 50 Euro. Sind halt Outdoor-Geräte. Die haben hinten halt so eine schöne Halterung für einen Mast oder irgendwie so. Und die kann man sich aber mit einer entsprechenden Halterung auch ans Fenster hängen. Also da auch generell mal die Empfehlung, bevor man sich halt teurere Geräte kauft, die bei 50, 60 Euro liegen, mit mehr Antennen, die so im Mediamarkt einem als ultra toll angepriesen werden. Lieber so professionelles Equipment mal gucken, die sind meistens nicht so teuer. Wobei da natürlich die Preisspanne nach oben sehr offen ist. Ja. Ich muss auch noch ergänzen, dass es natürlich auch mal hilft. Ich habe bei dem Gerät jetzt zum Beispiel nicht mehr die Originalantennen dran, sondern etwas bessere. Das erhöht auch die Reichbarkeit. Und wenn man jetzt ein Gerät nach draußen hängen möchte, muss es auch nicht immer direkt ein teures Outdoor-Gerät sein. So eine Tupper-Teil, das hilft auch schon mal. Einfach so eine Tupper-Box und das Gerät rein, ein Loch rein für das Kabel. Und dann ist das schon relativ outdoor-fest, haben wir festgestellt. Da kann man im Zweifel auch die günstige Variante von Ikea nehmen. Richtig, ja. Genau. Und bei einem Preis von 16 Euro für so ein Gerät oder vielleicht 25 oder so, wenn dann wirklich mal irgendwie da was kaputt gehen sollte, ist es vielleicht auch verkraftbar. Ja. Ja, dann kommen wir mal zum Jahresrückblick von diesem vergangenen Jahr, seit den letzten Linux-Tagen. Hier mal so eine kleine Grafik, wie so der Knoten
die Knotenwachstumszahlen in Kiel sind, gemessen ab der 14. Kalenderwoche. Und ja, man sieht so die Anzahl der Nodes in der roten Linie, die hier momentan so zwischen 100 und 110 schwankt. Und ganz klar, deutlich in der Mitte durch so eine blaue Linie gekennzeichnet, so eine Tendenz. Man sieht also, das Netz wächst hier stetig und wir freuen uns natürlich, wenn das weiter so geht. Ja, dann haben wir leider aber auch Rückschläge zu vermelden. Wir hatten bis vor einem halben Monat im Lessingbad an allen Ecken des Dachs Router positioniert, die von den Besuchern des Schrebenparks teilweise und auch von den Besuchern der Cafés in der Nähe reichlich genutzt wurden. Nach einer entsprechenden Entscheidung in der Stadt wird das Lessingbad jetzt allerdings zu einer Sporthalle umgebaut und dementsprechend mussten wir das Equipment da evakuieren. Ja, wie viele von euch vielleicht schon mitbekommen haben, gibt es hier im Freifunk im Kitz mit einer sehr interessanten Umsetzung. Es gibt hier tatsächlich nur einen einzigen Knoten, der hier für alle Benutzer einmal quer durchs Haus gestreut wird. Und eine sehr prominente Zuwachs hatten wir im letzten Monat. Und zwar haben die Piraten einfach mal eigenmächtig in die Fraktionsräume Freifunkrouter aufgestellt Richtung Promenade. Also wer jetzt beim Spazierengehen mal ein bisschen freifunken möchte, vor dem Landtag an der Promenade, ist das jetzt möglich. Ja, dann kann man noch mal ein bisschen was zu der Öffentlichkeitsarbeit sagen. Wir sind jedes Jahr aktiv auf dem Barcamp und halten da auch Sessions zum Thema ab und verteilen dort auch immer gerne Router. Das haben wir dieses Jahr auch wieder gemacht mit sehr netter Resümee. Also nach dem Barcamp waren 12 Geräte mehr, die irgendwo aufpoppten. Dazu gekommen ist dieses Jahr das Brunnenfest in Garden, was auch recht interessant ist, weil Garden ja bekannterweise ein sozialer Brennpunkt hier in Kiel ist und wir dort halt die Möglichkeit hatten, direkt mal mit den Leuten zu reden. Dort wurden halt leider keine Router verteilt, aber wir konnten halt mit vielen Leuten Kontakt aufnehmen und viele interessante Gespräche führen, vor allem halt auch mal direkt Kontakt mit Leuten bekommen, die halt gerade diese sozialen, hier die kulturellen, digitale Kluft mitbekommen und so jetzt halt informiert sind, dass es Möglichkeiten gibt, wie sie sich da selber helfen können. Ja, und aktuell, seit gestern aus der Ratsversammlung, haben wir einen Antrag der CDU gehabt, der gerne WLAN in der Innenstadt verteilen möchte und zwar dort eigentlich gerne in Zusammenhang mit der KN Online, wo dann die Fraktionen von den Grünen und von der SPD und dem SSW einen entsprechenden Änderungsantrag eingereicht haben, der lautet, man möge doch bitte mal die Freifunk-Community mit ins Boot holen und die doch mal fragen, wie sowas ordentlich geht. Die haben uns zwar jetzt noch nicht direkt kontaktiert, aber wir hoffen halt, dass das in den nächsten Monaten dann mal passiert. Ja, dann haben wir natürlich weiter an der Infrastruktur gefeilt. Da kann ich nur sagen, wer Lust hat, da mal ein wenig reinzuschnuppern, wir brauchen da auf jeden Fall immer wieder Hilfe. Momentan ist das Kernteam, was sich um die Infrastruktur kümmert in Kiel, so 4 bis 5 Leute, was einfach bei Ausfall durch Arbeit und Urlaub zu wenig ist. So gab es dieses Jahr 3 Wochen im Jahr verteilt, in denen mal plötzlich keiner sich um die Infrastruktur kümmern konnte, wo dann natürlich auch mal was passiert ist und Dinge ausgefallen sind. Das müsste man halt durch mehr Manpower versuchen zu unterbinden in den nächsten Jahren. Oder es wäre schön, wenn man das hinbekommen könnte. Dann haben wir da ein bisschen ausgebaut. Aktuell sind das halt 4 sogenannte Gateway-Server. Das sind halt die VPN-Endpunkte, die dafür benutzt werden, zum einen Internet zur Verfügung zu stellen im Freifunk und zum anderen den Knoten-Einwahlpunkte zu bieten. Da haben wir jetzt
wie gesagt, auf 4 Gateways hochgerüstet von letztem Jahr 2. Wir haben relativ viel Arbeit in die Namensauflösung gesteckt. Also wir haben, betreiben da ja so eine Top-Level-Domain, .ffki. Und dort haben wir nun auf allen Gateways entsprechende DNS-Server eingerichtet, die halt auch noch zusätzliche Dienste erledigen. Und zwar kann man sich leider noch durch kein festes Interface, aber man kann sich halt mittlerweile durch ein paar Kniffe mit entsprechenden Clients so dünne DNS-Adressen für kurzzeitige Anwendungen besorgen. Auch hier wieder, wir brauchen Leute, die das mit administrieren können. Ja, dann hatten wir noch so ein paar Umstrukturierungen. Wir haben bisher zur Bereitstellung von Internet halt Mulvad verwendet, hatten da einen Account von denen gemietet und den auf allen 4 Servern eingesetzt, was sich dann leider in sehr geringer Bandbreite Richtung Internet kristallisierte. Da haben wir uns jetzt ein bisschen breiter aufgestellt, was nur durch Spenden halt möglich war. Und haben nun noch Hide.io hinzugenommen. Und Hide.io ist ein Anbieter aus der Schweiz. Und seitdem flutscht das auch ein bisschen besser. Und kleiner Nebeneffekt, den wir halt mitbekommen haben, wir haben halt jetzt den Mulvad-Account nur noch auf einem Server benutzen. Und seitdem ist da die Bandbreite auch besser nutzbar. Ja, wir sind glücklicherweise ja nicht nur in Kiel aktiv. Die Freifunk-Community hier oben ist in den letzten Jahren glücklicherweise sehr stark gewachsen. Es gibt da enge Kooperationen mit Lübeck und Hamburg, wo Andreas auch her ist aus Hamburg. Und wir konnten in den letzten Monaten in vielen kleinen umliegenden Dörfern und Gemeinden selber Knoten vorfinden, beziehungsweise da sind halt Leute vorbeigekommen, haben das interessant gefunden und sich da mal einen Knoten hingestellt. Wir hoffen, dass das da in diesen Randgebieten weiter vorangeht, um diese dann eventuell, sofern es dann sinnvoll ist, in eigene kleine Communities auszudieren und im Idealfall mit Luftbrücken anzubinden. Ja, dann kommen wir schon zum Ausblick, wo man mal formulieren könnte, wo wir eigentlich hinwollen in den nächsten Monaten. Und zwar möchten wir halt gerne das Dachnetz weiter ausbauen. Da haben wir auch erste Locations für ausgemacht und auch schon mit Leuten geredet. Aber das deckt leider noch nicht das ganze Stadtgebiet ab. Also, wie gesagt, wer da gerne mal seine Dachantenne zur Verfügung stellen möchte, wir sind interessiert. Wir wollten da in den nächsten Monaten halt auch weiter Gespräche mit Kirchen im Umland führen. Die haben ja üblicherweise sehr hohe Türme und sind auch immer sehr daran interessiert, sich sozial in der Gesellschaft einzubringen. Und wir suchen halt händeringend auch Standorte, wo man eventuell direkt Glasfaser mieten kann, um, sofern die Spendenlage das dann erlaubt, dort direkt Anbindung ans Internet bieten zu können, ohne die Umwege, die wir bisher dafür benutzen müssen. Ja, nochmal ein paar Veranstaltungshinweise. Am nächsten Wochenende ist im Eidelstädter Bürgerhaus, oder Bürgerhaus Eidelstedt wird es offiziell genannt, in Hamburg das Freifunk-Geet 02, was von der Hamburger Freifunk-Community veranstaltet wird, mit einem sehr beeindruckenden Talk. Also so nochmal ein Roadmap, da gibt es sehr viele Talks, auch vor allem von Leuten, die sich halt mit diesen Mesh-Protokollen auseinandersetzen. Wenn ihr auf hamburgfreifunk.net geht, findet ihr auch den Fahrplan für das Wochenende, wann was geplant ist. Also hauptsächlich ist Samstag der Vortragstag, Sonntag wird es noch ein paar Workshops geben und nebenbei ist halt immer Zeit, um ein bisschen zu schnacken, sich auszutauschen und selbstverständlich ist es natürlich kostenlos. Ja. Die nächste größere Veranstaltung ist halt das International Summit for Community Wireless Networks in Berlin, was ja eine Zusammenkunft von internationalen Freifunk-Communities ist. Also wer da Lust hat, mal hinzuschnuppern, das ist auch kostenlos, wenn ich richtig informiert. Und natürlich das Freifunk-Treffen hier in Kiel am 3. Oktober in der Top Point. Also
herzliche Einladung dazu. Ja, Fragen? Alle Wohnstoff glücklich. Angenommen, ich habe jetzt so einen ganz normalen Internetzugang zu Hause und kaufe mir so einen Freifunkrouter. Kann ich dann einfach diesen Freifunkrouter ans Internet anschließen und sagen, hier, bei mir gibt es auch Internet? Ja, kannst du. Das Internet gibt es aber nicht bei dir, sondern du stellst dann nur die Verbindung zu einem von diesen Gateway-Servern zur Verfügung. Es gibt ja in Deutschland das Problem mit der Störerhaftung, was wir halt technisch lösen, indem wir halt Traffic aus dem Freifunk, der ins Internet möchte, nicht direkt bei den lieben Leuten, die halt ihren Internetanschluss zur Verfügung stellen, rausfallen lassen, sondern der wird halt erstmal zu den Gateway-Servern transportiert und von da aus halt ins Ausland, wo es die Probleme nicht gibt. Also wir haben da quasi Schutz in zwei Ebenen. Einmal werden die Betreiber von Uplinks, so nennen wir die Knoten, die halt Verbindung zum Internet haben, geschützt, dadurch, dass der Internet-Traffic halt nicht direkt bei denen aus dem Netz fällt. Und zum anderen schützen wir halt unsere Gateway-Betreiber, weil die in Deutschland halt das gleiche Problem haben. Durch die Umleitung in so Anonymisierungsnetzwerke hat man nebenbei noch den netten Effekt, dass da die Rückverfolgbarkeit gleich unterbunden wird. Also man ist da auch nicht gleich auf den großen Radars von NSA und Prism. Das ist so ein kleiner Nebeneffekt, der sich jetzt ja als sehr praktisch herausgestellt hat. Anderer netter Nebeneffekt ist, man kommt halt wirklich nicht in Deutschland raus. Also wer mal seine YouTube-Links ohne GEMA-Nerv-Infos sehen wollte, da ist Freifunk auch sehr gut für. Das magst du das Mikro einmal weitergeben? Also, apropos YouTube, dass man das jetzt so anschauen kann. Habt ihr schon mal Stress mit der GEMA bekommen oder mit irgendwelchen Behörden, die dann gesagt haben, hier läuft nicht? Oder? Nein. Kein bisschen. Also es ist ja auch so, dass dass es europäische Richtlinien gibt, dass solche Sachen zu unterstützen sind. Das ist bei deutschen Politikern allerdings leider noch nicht angekommen. Ja. Wenn ich mich als Anwender mit dem WLAN-Freifunk verbinde, wie kann ich feststellen, ob ich tatsächlich mit dem Freifunk verbunden bin und nicht etwa mit anderen Interessenten, die sich unter dem gleichen Namen bekannt machen? Ja. da gibt es viele Indizien, die man da abgreifen kann, die man natürlich als jemand, der da Böses will, natürlich auch nachbauen kann. Wir arbeiten da aber aktiv daran, dass man sich beim Abholen von so Konfigurationssachen wie IP-Adressen, dass der DHCP-Server sich gegenüber einem auch authentifizieren kann, was die Infrastruktur momentan noch nicht bietet. Also es ist bisher bei diesen ganzen Authentifizierungsprotokollen und automatischen Konfigurierungsprotokollen, die wir alle fröhlich zu Hause einsetzen und die wir auch von unserem Provider, mein Internetprovider, zur Verfügung gestellt haben, nicht möglich zu verifizieren, dass das die richtige Endstelle ist, mit der man redet. Das ist ähnlich schlimm wie bei den Mobilfunktürmen. Also ja, aber wir arbeiten da aktiv dran, da Lösungen bereitzustellen und werden die, sobald die einsatzfähig sind, halt auch in die ganzen Tools, die Open Source-mäßig zur Verfügung stehen, mit einbauen und entsprechend nach oben pushen. Ja, natürlich, das kann man machen. Wir haben halt diese Top-Level-Domain FFKI. Die kann man dann ja aufrufen und gucken, ob man die aufgelöst bekommt. Wenn man die aufgelöst bekommt, dann ist das ein weiteres Indiz dafür, dass man im richtigen Netz ist. Generell ist es natürlich so, dass man immer, wenn man kommuniziert, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung benutzen sollte, und zwar nicht nur im Freifunk, sondern auch beim eigenen normalen Internetanbieter. Also kann man jedem nur nahelegen, man möchte Ende-zu-Ende haben, ansonsten kann man keiner Verbindung im Internet trauen. Keine Fragen mehr. Ja, dann werden wir auch relativ früh am Ende, wenn jetzt keine Fragen mehr kommen. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank.